optimistischer Sicht darzustellen, worum es hier geht. Ja. Also wir haben ja in Deutschland eine paradoxe Situation. Wir sind, soweit ich das überblicke, das einzige entwickelte Land der westlichen Hemisphäre, welches die liberalste aller Regelungen hat, nämlich gar keine. Wir haben ja im Strafrecht gar keine Verbotsregelung. Nur auf der anderen Seite haben wir keine Praxis. Und wenn Sie, Herr Lauterbach, jetzt vorschlagen, dass wir für eine bestimmte privilegierte Gruppe, nämlich die Ärzteschaft, nach ganz strengen Kriterien auf einmal etwas erlauben wollen sollen, was ja eigentlich schon erlaubt ist, da fängt schon die Paradoxie an. Oder dann werden jetzt viele sagen, das ist ja prima, dann haben wir endlich da Regularien, an denen sich unsere Ärzte entlang hangeln können oder halten können. Nur ich sehe jetzt im Moment nicht, wie eine solche Erlaubnis möglich ist, ohne dass auf der anderen Seite etwas verboten werden soll. Weil wir haben ja heute schon alles erlaubt. Also das ist zur Paradoxie. Zum Thema Suizidverhütung. Eine riesige Herausforderung für uns alle. Ich beziehe mich da auch auf die Stellungnahme des Ethikrates, die wir ja Ende des letzten Jahres vorgelegt bekommen haben, die das auch ähnlich wie Sie, allerdings mit anderen Schlussfolgerungen, selbstverständlich leisten, das weiß ich auch aus unserer Beratung oder aus meiner Lebensberatung im Humanistischen Verband, leisten wir auch Suizidprävention, wenn wir uns offen Menschen gegenüber zeigen, die Suizidbegehren oder Suizidgedanken mehr oder weniger fortgeschritten zum Ausdruck bringen wollen. Aber es ist natürlich eine völlige Überschätzung, wenn man jetzt meint, dass Suizidhilfegesellschaften nun diejenigen sind, die ja den größten Beitrag zur Suizidverhütung leisten können. Im Gegenteil, es ist ja so, dass mindestens 90, wenn nicht 95% aller Suizide und dann nochmal 10-mal so viel, wenn nicht 20-mal so viel Suizidversuche, nicht von der Personengruppe begangen werden, die sie als frei verantwortlich anzusehen haben. Das ist ja eine ganz kleine Minderheit, sondern die psychisch krank sind, die vereinsamt sind und so weiter. Und da hat meiner Meinung nach der Deutsche Ethikrat ein wahres Wort gesagt, nämlich, dass jetzt die Förderung der Palliativmedizin denen überhaupt nichts hilft, sondern, und dem schließe ich mich absolut an, dass natürlich gefordert werden muss, Ausbau von Psychotherapie, von Gerontopsychiatrie, von Besuchsdiensten, was wir zum Beispiel im Humanistischen Verband hier in Berlin auch aufgelegt haben. Alles ganz kleine Tropfen auf den heißen Stein. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir nur wirklich auf ganz breiter Front in den Griff bekommen können. Das ist eine Herausforderung für alle Einrichtungen, zumindest im Sozial- und Gesundheitsbereich. Und ich stelle mir vor, dass Suizidverhütung und auch in Ausnahmefällen dann eine Suizidbegleitung oder auch eine Vermittlung an eine Organisation oder an Ärzte, die dazu bereit sind, also eine Einheit darstellen. Und das ist durchaus von dem jeweiligen Träger oder auch dem Selbstverständnis der Mitarbeiterin dort abhängen kann, wie weit man jetzt auch in die Richtung Suizidbegleitung geht oder nur die Suizidverhütung im Auge hat, wobei die beiden Ansätze auf ganz weiter Strecke identisch sind. Man muss nämlich erstmal diejenigen als verzweifelten Menschen ernst nehmen. Das zum einen, und dazu habe ich auch in meiner Eigenschaft als Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin mit vielen anderen, auch Theologen zusammen, Empfehlungen herausgebracht für den Umgang in der Praxis mit Suizidhilfewünschen, weil, wie gesagt, das gehört sozusagen in die kirchliche Einrichtung wie in andere, in alle sozialen Einrichtungen. Das kann einer alleine ja überhaupt nicht leisten. Dazu würde ich dann in der Tat allerdings auch die Suizidhilfevereine zählen. Und was ja eine Forderung unseres Verbandes ist, noch neu zu schaffende Suizidhilfe-Konfliktberatungsstellen wären da angesagt. Bedauerlicherweise sind ja die Hospizeinrichtungen, die da vielleicht vorgesehen wären, aus weltanschaulichen Umschulungen dann gerade nicht dazu geeignet oder bereit oder vielleicht auch noch nicht. Vielleicht ändert sich das auch nochmal in ein paar Jahren.
Ihr Ansatz, Herr Lauterbacher, ist bestimmte Gruppen, ganz verschiedene Gruppen zu tun. Also die schwerstkranken Patienten, die todesnahe Situation, sagen wir Palliativpatienten kann man da, glaube ich, es sind nicht nur Palliativpatienten, müssen wir nicht korrigieren. Also auf jeden Fall die todesnahe Situation nach bestimmten Sorgfaltskriterien, dann deren Ärzten die ausdrückliche Erlaubnis zu geben, zu helfen, setzt eins voraus, dass wir natürlich auch ein geeignetes Medikament dann haben, das keine nach gegenwärtigen Stand der Dinge international gesehen nur nach dem Endobarbital oder ein Barbiturat sein. Und deshalb fordern wir auch in unserer Broschüre nachzulesen, des humanistischen Verbandes die Zulassung dieses Medikamentes, vielleicht sogar dann nur für diesen Kreis von Patienten oder von Ärzten. Das müsste man dann im Einzelnen sehen. Und ja, ohne das haben wir dann wirklich die Ärzte mit der Kaffeemühle. Oder wie Herr Matthias Töns, ein Palliativmediziner aus NRW, der sich ja auch für Suizid im Einzelfall ausspricht, sagt, unsere Patienten haben die Medikamente alle zu Hause. Das weiß ich auch nicht. Der sagt dann wahrscheinlich, nehmen Sie mal die oder in der Dosierung oder so. Aber ohne Natriumpentobarbital können wir, glaube ich, den Ansatz, den Sie verfolgen, hier gar nicht durchsetzen. Ja, das Letzte ist, außer dieser staatlichen Regelung, also der Zulassung im Betäubungsmittelrecht, sehen wir eigentlich keinen staatlichen Regelungsbedarf, weil macht es nicht Sinn, dass wir Sorgfaltskriterien wie diejenigen Organisationen, sei es die Sterbehilfegesellschaften selber, sei es Ärztegruppen, denen selber an die Hand geben? Ich weiß nicht, ob der Regulierungsbedarf des Staates da ein richtiges Instrument ist. Okay, das ist jetzt mein allerletzter Satz. Und wenn überhaupt eine strafrechtliche Regelung, kann es aus unserer Sicht nur die sein, dass wir die gegenwärtige Nichtstrafbarkeit sozusagen dann normieren würden und auch die Nichthinderung eines freiverantwortlichen Suizids und die Begleitung eines freiverantwortlichen Suizids. Dankeschön. Ganz